dass ich jetzt kein Drachenfeuer habe, habe ich auch noch meine gesamte Energie damit verschwendet, dir meinen genialen Plan zu präsentieren. Ich muss nur warten, bis mein Kraftspeicher wieder voll ist. Brauchst du eine kleine Erinnerung, wieso das so wichtig ist, ja? Als ich in Skyros aufgewachsen bin, waren sie die goldenen Ponys, die Lieblinge. Alle Ponys haben sie geliebt, aber ich habe ihr Spiel durchschaut. Sie hielten sich für so toll, weil sie diese Sonne- und Mondsache am Laufen hatten. Also bitte, ich hatte etwas viel Besseres. Ich war ein Alihorn des Feuers, der Macht, der Stärke. Ich musste ihnen also ganz deutlich machen, dass man mich nicht unterschätzen durfte. Sie mussten nicht nur lernen, dass ich mich nicht herumschubsen lasse, sondern dass ich viel mächtiger als alle anderen sein würde. Und ich würde die Aufgabe meistern, zu der das Schicksal mich berufen hat. Und das wirst du, Opaline.